Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Final Fantasy 14 Online. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich sehr freuen, so denn ihr dazu entscheiden solltet. Gut getopft ist halb gewonnen. Erevil macht sich Sorgen wegen der Wegelagerer. Die Straße zum Dorf der Moblins ist alles andere als sicher. Man hört immer wieder, dass Reisende und Händler hier von Wegelagerern überfallen werden. Und gerade jetzt dürfen diese Diebe verzweifelter nach Opfern Ausschau halten denn je. Durch die kaputten Stufen kommen weitaus weniger Leute hier entlang als sonst. Nicht, dass sie für euch auch nur annähernd eine Gefahr darstellen würden. Wegelagerer, was haben Soraljah und seine Landsgarde denn gestrieben? Sollen sie nur kommen. Wir werden schon dafür sorgen, dass die Straßen wieder sicher sind. Mit dem Kopf durch die Wand, wie immer. Jedenfalls müssen wir von hier gen Westen und den zweiten großen Fluss überqueren. Bitte, jetzt kommen die Nebenquests, ne? Nee, noch keine aufgeploppt. Aber wir kommen bestimmt noch Nebenquests. Oh, in Richtung Westen, aber gerade immer noch nach Südwesten. Naja, wird schon werden. Wird schon werden. Da 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 da. Ah, schöne neue Gegnertypen und so. Haben sich wirklich mal Mühe gemacht, wirklich sehr viele abwechslungsreiche neue Gegner auch einzufügen. Bin ich gut, bin ich immer ein Fan von. Optische Abwechslung und so. Oh, die müssen wir noch jagen. Muss auch noch eine Windätherquelle sein, irgendwo in der Nähe. Da ist sie. Das wird das erste Gebiet sein, in dem wir fliegen können. Das wird echt cool. Hier fliegen zu können, mit den Wasserfällen und so. Boah. Ich glaube, das wird richtig sexy. Das wird eine richtige sexy Time hier. Ich glaube, hier kann man tauchen, ne? Das sieht sehr danach aus, als kann man hier tauchen. Ja, man kann hier tauchen. Oh, guckt euch das an. Wie schön. Sieht schon hübsch aus. Ah, die haben sich schon sehr viel Mühe gemacht, muss man schon sagen. Auch mit den Unterwassergebieten, die sehen auch sehr hübsch aus. Ja, ja, ja. Auf zur MSQ. Sind das neue Schwimmanimationen? Sah das vorher auch schon so aus? Weiß das gerade jemand? Sind das neue Schwimmanimationen? Ich sehe die halt so selten, weil ich immer mit irgendwelchen Tieren am Schwimmen bin. Vielleicht sind die nicht neu. Und ich habe sie nur einfach lange nicht gesehen. Das ist also der Fluss, der die Wasserfälle versorgt und schließlich bis nach Okano fließt. Atemberaubend, diese Wasserfälle. Ich frage mich, wie wohl die Quelle aussieht, wenn sie derartige Massen an Wasser hervorbringt. Die Natur von Tural ist wahrhaftig beeindruckend. Hier in dieser Gegend soll ein Unterschlupf dieser Wegelagerer sein, habe ich gehört. Aber bitte geh nicht aktiv danach suchen, ja? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mehrere Paar Augen auf uns gespürt habe. Aber näher herangetraut hat sich dann wohl letztlich niemand. Haben die Wegelagerer wohl die Hosen voll? Zumindest sind sie nicht dumm genug, eine derart große Reisegruppe anzugreifen. Die Siedlung der Moblins ist direkt hinter dem Miyaka-Beck zu, auf seiner anderen Uferseite. Es ist zwar nur noch ein kleines Stück, aber wir sollten nach wie vor auf der Hut sein. Ah, wir müssen auch nach Süden, ne? Für die nächste Windätherquelle, aber so weit ist die gar nicht weg. Da 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 da. Dann gehen wir da mal kurz nach Süden, ne? Hey, yo, ab in den Süden, der Sonne hinterher, yo, was geht? Da, 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 da. Die ist im Wasser, die Windätherquelle, kann das sein? Aber eine Windätherquelle im Wasser? In Osten, das ist hier. Ach, die kleine Insel da vorne, da ist sie bestimmt drauf. Weil im Wasser wäre schon komisch. Eine Windätherquelle in Wasser? Ich weiß ja nicht. Ich glaube,
Ich weiß nicht, ob das so mit der Ether-Lehre hier in dem Spiel funktioniert. Hä, hey, habe ich die nicht benutzt gerade eben? Doch, das ist auf der Insel, okay. Ich wollte schon sagen, es sieht so aus wie die andere gerade eben. Aber nee, die andere war ja nicht im Teich hier. Im See. Richtung Westen. Ja gut, dann tun wir aber trotzdem noch hier vorne alles aufdecken, ne? So viel Zeit muss sein. Das finde ich halt so eine coole Sache an Final Fantasy XIV, ne? Dass wenn man Sprint anmacht, dass man eine andere Schwimmanimation hat. Das ist bei vielen anderen MMOs nicht so. Du schwimmst dann einfach nur schneller, wenn du so eine Sprintfunktion hast. Eine gleiche Animation, die dann vielleicht schneller abspielt, aber das war's. Und das sieht dann immer sehr komödiantisch aus. Das ist ja auch beim Laufen so, ne? Dass man dann eine richtige Rennanimation hat, auch mit Waffen in der Hand und so, dass man dann anders läuft. Finde ich immer sehr, sehr schön gemacht. Finde ich ein sehr, sehr schöne, liebevolles Detail. So, Windätherquelle. Im Osten? Da war hier unten auch noch eine. Sieh mal eine an. Dann gehen wir die mal eben holen. Südost. Können wir überhaupt da hoch? Nee, können wir nicht. Ja. Mal schauen, wie wir da hinkommen. Müssen wir mal schauen, wie wir da hinkommen. Müssen wir mal schauen, wie wir zu dieser Windätherquelle kommen. Hier um die Ecke ist vermutlich, ja, okay. Kann man hier tauchen gehen? Nee, oder? Man kommt ja nicht wieder raus, ne? Das ist das Problem. Sonst könnte man hier tauchen. Mit Fliegen kann man natürlich wieder raus, aber deswegen gehe ich davon aus, dass man hier nur angeln kann. Ja. Aber zum Angeln ist ja auch ein cooler Spot. Ich bin gespannt, was es so für Fische gibt in Toliolal. So, dann wollen wir weitere Windätherquellen suchen. Richtung Westen, 335 Jalme. Das Coole ist, dass ich ja dann vielleicht bald fliegen kann hier. Das heißt, ich kann theoretisch den Cess dann demnächst stalken, wenn er hier ist. Ich kann einfach in der Luft rumfliegen und zugucken. Das kann ich auch mit der Vio machen, ne? Die auch erst zur Release anfängt. Das ist jemand aus unserer Gilde. Die kann ich dann alle stalken. Ich muss mich beeilen. Ich muss die Stalker-Fähigkeit freischalten, die sich Fliegen nennt. Ja, bisher bin ich recht zufrieden. Ich muss sagen, es hat ein bisschen langsam angefangen, aber das tut jedes Addon irgendwie. Und ich finde schön, dass es jetzt so schöne Momente gibt, wo so ein bisschen Character-Building kam und so. Das fand ich sehr, sehr schön. Das war wirklich toll. Auch mit Wuklamat. Wuklamat ist mir tatsächlich auch deutlich sympathischer geworden. Hier kann man aber schwimmen gehen, weil hier ist nämlich eine Markierung, glaube ich. Achso, das ist die Inni gewesen, oder was? Also der Fluss, der Name der Inni war der Flussname, okay. Das erklärt vieles. Deswegen sind wir hier auch lang und hier angekommen, okay. Na, guck mal an, die Windätherquelle. Ich glaube, das sollte auch eigentlich die vorletzte oder so sein, oder? Die wir einsammeln können. Ja. Ist die vorletzte. Jetzt kommt die letzte zum Einsammeln. Zwei mit der Quest noch und dann eine mit der Hauptquest. Da haben wir dieses Gebiet einfach durch. Das ist schon krass. Das ist krass, das erste Gebiet durch. Das freut mich immer sehr. Das ist immer ein guter, wichtiger Moment. Wenn man das erste Gebiet zu 100% durch hat. Aber wir kommen noch bestimmt zu einigen Nebenquests. Also, oh, ist das hübsch. Ah, ist das hübsch. Das ist alles sehr, sehr hübsch in diesem Spiel. Dieses Spiel ist einfach sehr, sehr hübsch. Kann man nicht anders sagen. Vor allem dieses Add-on ist halt wirklich hübsch jetzt. Ich bin gespannt auf die alten Gebiete. Die alten Gebiete sind natürlich noch alle nicht geupdatet. Das kommt jetzt alles mit den Patches wohl. Aber einige Texturen etc. dürfen bestimmt auch schon gepatcht sein. Aber noch lange nicht alles, ne?
Deswegen mal schauen, wie lange das dauern wird. Aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und freue mich da mega drauf. Das kann ich auf jeden Fall sagen, ich freue mich da mega drauf. Vor allem für die ganzen Leute, die jetzt neu dazukommen, ne? Die jetzt das erste Mal anfangen mit dem Spiel, wenn die Grafik-Upgrades dann alle durch sind für die Gebiete. Ich freue mich für die Leute, dass sie das Spiel halt in einer wirklich deutlich hübscheren Pracht dann genießen können. Das ist ein schöner Ort hier. Das ist ein sehr schöner Tempel. Das ist ein wirklich schöner Tempel. Ja, das Spiel weiß optisch wirklich zu überzeugen. Dam, dam, dam. Dam, 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 dam. Ich meine, ist es jetzt irgendwie ein Red Dead Redemption? Nein, natürlich nicht. Es ist ein MMORPG, ne? Aber für ein MMORPG sieht das Spiel halt wirklich gut aus. Vor allem, weil halt der Stil auch richtig, richtig gut ist. Richtung Norden. Ach, wir müssten da durch die Höhle da oben. Okay, dann schauen wir mal. Mal gucken, ob wir das überleben oder ob da irgendwas Schlimmes drin auf uns wartet. Ein Level 100 Gegner. Das wäre es jetzt. Das wäre es ja jetzt. Ich meine, die gibt es ja hier, die Jagdgegner, ne? Also. Etwas Pech haben wir da in Level 100 Gegner irgendwo stehen. La la la. Da da da. Da da da. Scheint recht friedlich zu sein hier. Yay, die letzte Windätherquelle. Da ist er. Ich finde es halt lustig, bei uns in der Gilde wurde schon im Chat quasi Karten gepostet für die Windätherquellen. Die könnt ihr doch einfach so suchen gehen, das ist jetzt nicht so schwer und das macht da schon ein bisschen Spaß. Weil man so ein bisschen die Welt erkundet. Naja. Ich finde, das ist auch so ein bisschen das Ding, was ich halt das Problem mit Savage dann habe, ne? Dass die Leute dann halt direkt mit Guides spielen werden. Die werden halt 2 Stunden warten, bis die ersten Guides da sind und dann spielen die Leute alle mit Guides. So, das ist halt so dumm. Spielt das doch einfach blind. Macht da viel mehr Spaß. Aber es ist halt immer schwer, 8 Leute zu finden, die da Bock drauf haben, das blind zu spielen. Werden wir auch nicht schaffen, denke ich. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob wir das zusammenkriegen. Aber ist ja noch 4 Wochen Zeit, theoretisch. Da, 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 da. Aber Leute, für kurioses Gewölbe haben wir auf jeden Fall schon. So ist es nicht. Das wird auch demnächst dann also weitergehen, falls ihr euch wundert. Auf Twitch natürlich. Ne? Auf YouTube habe ich das alles nicht gezeigt. Da habt ihr das kuriose Gewölbe nie gesehen. Tut mir leid, es gibt Stream-exklusiven Content. Vor allem halt der Content, wo man dann farmt und harten Content und sowas. Das mache ich auf dem Stream. Vielleicht überlege ich mir mal, wie ich das irgendwie mal machen kann, dass ich das auf YouTube mache. Aber ich würde das dann am liebsten als Guide machen. Aber ich bin auch nicht gut, einen Guide zu machen, glaube ich. Das ist das Problem. Also... Was soll ich da machen? Soll ich einen Guide machen, obwohl ich nicht gut da drin bin? Peter? Ja. Das ist ein bisschen blöd dann. Wir decken jetzt eben kurz die Karte auf. Das gibt doch mal gut XP. Dann haben wir schon fast Level 94 übrigens. Wir bewegen uns mit großen Schritten auf das Max-Level zu. Ist ja viele Leute, die Final Fantasy spielen, ja auch eigentlich ein Novum, ne? Dass es das Level 100 gibt. Weil normalerweise ist das Level 99 halt das Maximum in Final Fantasy und jetzt ist hier das Level Maximum Level 100. 100. Müssen wir von da kommen? Nee, warte mal, wie sieht das denn aus? Wir müssen von da hinten kommen. Hier müssen wir rein, nach dem Süden. Durch den Weg da oben. Zum zertrümmerten Topf. Da sind wir hier bei... Sind wir hier bei... Bei Dings. Oh! Können wir da einfach durchfahren jetzt hier links? Und das andere Gebiet auch direkt erkunden? Ich würde es jetzt ungern machen, weil wir ja noch Quest haben und so. Aber stimmt, wir wollten ja hier rüber gehen. Stimmt, wir wollten hier rüber gehen zu dem Gebiet. Das war ja der Plan. Stimmt. I remember, I remember. Yay! Kartograf. Das gab 540.000 XP. Na, na, na. Dann, dann. Da, 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 dann, dann. Da, 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 dann, 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 dann. Da geht's jetzt schon.
Ich bin bald 94. Ich habe auch die Hauptquest noch nicht durch. Oh, den oh, das ist aber schön hier. Badam, badam, bam, bam. Bam, 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 bam. Ich meine, ich genieße das DLC, das Addon halt. In vollen Zügen. Mir geht es ja nicht darum, direkt die Extremes machen zu können. Von den anderen Kandidaten ist keiner zu sehen. Es wäre ja schön, wenn wir einen kleinen Vorsprung hätten. Das ist ja übrigens die Frage, wie viel die Moblins mit ihren eoseischen Vettern gemein haben. Nicht unähnlich den Hanu Hanu und Wanu Wanu mögen sie äußerlich ähneln, haben aber ihre ganz eigene Lebensweise, nicht wahr? Ihre Häuser sind ja wirklich drollig, wie umgestürzte Töpfe und Krüge. Oh, das ist also das Dorf der Moblins. Oh, die zu sprechen, das wird jetzt ein großer Spaß, Leute. Oh nein! Aber die haben echt ein hübsches Dorf. Das muss man ja schon sagen. Das hier ist der Schauplatz des Kapitels des Topfes aus der Toliolal-Sage. Herzlich willkommen in Irdehalde. Dieser Name ist verdächtig nah an Frohehalde, auch wenn das dravanische Hinterland weiter weg kaum sein könnte. Außerdem ist Frohehalde eine verlassene Kolonie und hier lebt man in Töpfen. Herzlich willkommen in Irdehalde. Ihr seid Prinzessin Wuklamat plus Gefolge, nicht wahr? Ganz genau. Wir sind wegen des Ritus der Thronfolge hier und suchen dementsprechend den Thronrichter. Kannst du uns vielleicht helfen? Heute ist euch das Glicksko. Ihr steht bereits vor ihr. Ich, Redirock, bin die Thronrichterin von König Gulujaja erwählt. Na, das ging ja schnell. Da will ich gerne die Prüfung angehen, bitte. Filigern? Was? Filigern würde ich euch diesen Wunsch erfüllen. Was? Was heißt Filigern? Ich muss jetzt mal ins Wörterbuch gucken, was das ist. Filigern? Ist das einfach ein Copy-Paste-Fehler oder sowas? Filigern würde ich euch diesen Wunsch erfüllen, aber so einfach ist es leider nicht. Ein großer Sturm hat das Dorf erwischt und Steine vom Himmel regnen lassen. So viele unserer Topfwerker-Helfer wurden davon verletzt. Die Ritusprüfung kann unmöglich abgehalten werden. Ich hatte schon befürchtet, dass es auch euer Dorf getroffen hat, als wir gehört haben, dass die Stufen der schwinglosen Geschwister beschädigt wurden. Aber was genau sind denn Topfwerker? So nennen die Moblins jene Handwerker, die mit ihnen unter Vertrag stehen. Ihre Ateliers sind die Gebäude, die wie umgestürzte Töpfe aussehen. Daher stammt auch die Bezeichnung. Soweit ich weiß, stellen die Moblins aber nicht bloß eine Werkstätte zur Verfügung. Sie versorgen ihre Handwerker mit allem, was sich das schaffende Herz noch wünschen kann. Nicht bloß mit Werkzeugen und Materialien. Deswegen gelten die Erzeugnisse ihrer Topfwerker auch als die hochwertigsten, die auf Tural zu finden sind. Ich dachte, ich könnte mich hier gänzlich meiner Kunst hingeben. Und jetzt hat uns der Ernst des Lebens doch so brutal eingeholt. Mir wird nichts anderes übrig bleiben, als den Topfpakt aufzulösen und zum Markt von Wachu Meki Meki zurückzukehren, wenn ich nicht bald wieder arbeiten kann. Schlimm viele Topfwerker denken so und verlassen uns, nur weil genauso schlimm viele Topfwerker Helfer fehlen, weil sie verletzt sind und jetzt können wir uns nicht so um die Topfwerker kümmern, wie es in unserem Topfpakt steht. Wenn noch viele mehr Topfwerker gehen, geht es dem Dorf schlecht und damit uns. Es tut mir viel leid, aber ich kann jetzt keine Prüfung abhalten. Und wenn ich mich stattdessen um die Handwerker kümmere, wenn ich euch zur Hand gehe, kann ich euch auch gleich besser kennenlernen und vielleicht kann die Prüfung dann ja doch stattfinden. Das hier ist nicht Teil des Thronritus, also ruht euch ruhig ein bisschen aus. Unsinn, natürlich helfe ich mit. Ah, wunderbar, dann bis später. Hier drückt sich keiner. Wenn wir alle mithelfen, kannst du dich der Prüfung hoffentlich schneller stellen. Meint ihr das ernst? Ha, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Ehrlich gesagt habe ich nämlich wenig Ahnung, wie man sich um einen Handwerker kümmert. Helferhand ist immer willkommen. Tschu! Wenn ihr es schafft, den Topfwerkern genau die Kreativwünsche zu erfüllen, die sie haben, werde ich euch die Prüfung machen lassen. Heilige Ehrenwort.
Der Prinzessin und dich, euch will ich bitten, Rakorok zur Hand zu gehen. Der Rest darf mit mir mitkommen. Auf euch wartet Stelle vor der anderen Topfwerkerhelfer. Danke, dass du mir hilfst. Man tut, was man kann, wa? Ich habe schon bei vielen Flammen gesagt, aber wenn ich Königin von Toliolal werden will, muss ich mir eingestehen, dass ich nicht alles kann. Schluss mit dem Aufgeflüstere. Und du als Abenteurer bist viel geübter darin, allen möglichen Leuten bei ihren Problemen zu helfen. Davon habe ich so gut wie keine Ahnung. Deswegen will ich mich dir zum Vorbild nehmen, damit ich hoffentlich zu jemandem werden kann, die des Dämmerthrons würdig ist. Aber genug davon. Komm, gehen wir zu diesem Rakorok und hören uns an, wie wir helfen können. Es gibt noch keine Nebenquests. Die kommen bestimmt jetzt, wenn wir abschließen. Zumindest die ersten zwei oder so. Wir warten dann wieder, bis alle da sind, ne? Oh, Unglück, Pech und alles schwer. Uns fehlen die Helferhände. So können wir unser Teil des Topfpaktes nicht einhalten. Und alle Topfwerker werden das Dorf verlassen. Du und die Prinzessin wollen Helferhände sein, als Topfwerkerhelfer. Ah, große Dank, viele Dank. Zu dritt können wir es schaffen, meinem Topfwerker seine Kreativwünsche zu erfüllen und ihn glücklich zu machen. Ganz genau, jetzt wird in die Pfoten gespuckt. Ja, da sind die Nebenquests, aber sind nur drei Stück. Deswegen warten wir noch ein bisschen, bis noch mehr Nebenquests aufploppen. Vertopft und zugenäht. Rakorok will mit euch die Wünsche und Bedürfnisse seines Handwerkers ergründen. Psko, ihr beide müsst mir dabei helfen, das allerbeste Kreativfeld für den Topfwerker Kahi in seiner Schmalte zu schaffen. Eigentlich war ein anderer Helfer für ihn zuständig, aber der hat schlimme Wunde davongetragen. Jetzt bin ich eingesprungen, aber ich kenne Kahi überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was seine Brauchewünsche und seine Wollenwünsche sind. Und direkt Frage ist große Schande für uns Helfer. Unser Teil im Topfpakt sieht vor, dass wir den Topfwerkern alles geben, ohne direkt Frage stellen zu müssen. Also bemühen wir zusammen unsere Denkschalen über die Brauchenwünsche und Wollenwünsche von Kahi. Das sollten wir doch schaffen. Ist Kahi in diesem Atelier? Also gut, dann gehen wir rein und sehen uns um. Das ist der Vulkan. Hey. Am einfachsten wäre es natürlich, ihn einfach zu fragen, was er braucht, aber das wäre unehrenhaft. Also sehen wir uns in seiner Werkstatt um und versuchen so herauszufinden, was wir ihm Gutes tun können. Sieh dich in Karls Werkstatt um. Wenn du etwas Interessantes entdeckst, verwende den Zoom und drücke die linke Maustaste. Mit so viel Material kann man sich doch ordentlich austoben. Daran dürfte es also nicht liegen, oder? Er hat ja gar nichts gegessen und kalt schmeckt das nun wirklich nicht mehr. Er muss schlimm schwitzen, so nah wie er an seiner Schmiede sitzt. Und in dieser Werkstatt weht auch kaum ein frisches Lüftchen. Ich könnte ja auch schlecht arbeiten. Also wieder ein Ventilator. Kann ihm einen geben, aber nur für die Nacht. Am Tag geht nicht, da brauche ich ihn selbst. Ich kann übrigens auch gar nicht reinzoomen. Das Werkzeug sieht älter aus als ich, meinst du nicht? Es braucht dringend was Neues. Er braucht dringend was Neues. Ich denke, wir wissen jetzt ziemlich gut darüber Bescheid, was Kahi braucht und möchte. Komm, gehen wir mit Rakorok sprechen.
Mischko, wie sah die Schafstadt aus? Als erstes ist mir aufgefallen, dass er sein Essen so gar nicht angefasst hat. Mit leerem Magen lässt es sich weder denken noch handwerken. Kann es sein, dass ihm eure lokale Küche nicht recht schmeckt, Krakorok? Was? Aber unsere Küche ist doch lecker, Schmeck. Ich dachte, jeder mag sie. Aber wenn es um Kahl geht, habe ich absolut keine Ahnung. Das stimmt schon. Keine Sorge, Rakorok, dafür sind wir ja da. Kahl ist ein Hizaro. Genau wie mein Bruder Koan. Daher habe ich eine recht klare Vorstellung davon, was genau er in seinem Alltag vermissen könnte. Kona meint natürlich. Zum Beispiel haben viele Hizaro sehr empfindliche Zungen. Ist das Essen zu heiß, fassen manche von ihnen es nicht an und lassen es erst abkühlen. Wenn es kalt dann nicht schmeckt, kann ich verstehen, wieso er es komplett verschmäht hat. Diese Lösung liegt auf der Foto, oder? Ihr müsst etwas servieren, das auch kaltköstlich ist. Verstehe, Prinzessin, darf unser Koch dann vielleicht zu euch kommen? Wir fragen Rat, was Kahal schmeckt. Selbstverständlich, aber ich glaube, dass das nicht der einzige Grund ist, wieso sich Kahal nicht ordentlich konzentrieren kann. Du weißt ja sicher, dass Hizaro aus Chaktural kommen, ja? Da ist es zwar warm, aber ziemlich trocken. Bestimmt ist er die Luftfeuchtigkeit eures Dorfes nicht gewohnt. Könnt ihr seine Werkstatt irgendwie kühler machen? Das stimmt, wir haben keine Windpust-Kühlkristalle mehr. Wo kommt ihr die denn her? Wir sammeln sie bei den verlorenen Schiffen. Da haben Seefahrer nach der Goldstadt gesucht, aber weil sie nie gefunden wurde, haben die ihre Fahrschiffe einfach liegen lassen. Also muss man einfach ein Kristall aus einem der alten Boote dort holen, ja? Darf ich dir das überlassen? Ah, und noch eine Sache, Rakorok. Kars Werkzeuge sahen ziemlich mitgenommen aus. Warum besorgt ihr ihm denn keine neuen? Oje, große peinliche Scham. Ich war so mit Materialsachen beschäftigt, dass mir dieses wichtige Ding gar nicht aufgefallen ist. Natürlich braucht er neue Werkdinger. Ich besorge neue Werkdinger. Gut, dann haben wir alle eine Aufgabe. Treffen wir uns wieder hier, wenn wir fertig sind. Die verlorenen Schiffe findest du hinter den Felsenbergen. Geh von Dorf aus nach Süden und halte Ausguckschau nach einem Tunnel. Durch den musst du durch. Du, was treibst du denn hier? Ah, die Topfwerker also. Ich habe ihnen nahegelegt, Handwerker aus Shalayan zu importieren. Was Werkzeug und Technologie betrifft, sind sie uns weit voraus. Aber das schien nicht der Rat gewesen zu sein, auf den sie aus waren. Dabei ist es wesentlich vernünftiger, solch filigrane Arbeit einer geschlossenen Gruppe aus Experten anzuvertrauen. Stattdessen nehmen sie weiterhin individuelle Handwerker unter Vertrag, deren Künste nicht einmal annähernd auf demselben Stand sind. Ich verstehe nicht, wieso sie an ihrem Topfwerkersystem festhalten. Tja, vielleicht hält die Prüfung des Topfes ja die Antwort auf diese Frage bereit. Und was uns betrifft, so denkt der weise Oranger wohl, dass wir nicht besonders geschickt wären, was das Umsorgen der Handwerker betrifft. Also sammeln wir stattdessen Heilkräuter, um den verletzten Moblin zu helfen. Auf sein Geheißen natürlich. Dass der Sturm selbst hier in Kosamauka Siedlungen und Dörfer abgeschnitten hat, was wäre aus den verwundeten Moblins geworden, wenn wir nicht gekommen wären? Sobald ich auf dem Thron sitze, muss ich eine stabile Transportroute in die Hauptstadt einrichten. Mit dem, was ich in Shalayan gelernt habe, sollte sich das doch... Entschuldigung. Da habe ich mich wohl etwas in meinen Gedanken verloren. Nun denn, wir werden uns hier verabschieden. Mach's gut, Potato, und pass auf dich auf, ja? Du hast den Tunnel gefunden, von dem Rakorok gesprochen hat. Durchquere ihn, um zu den Schiffen der Verlorenen zu gelangen und nach Windkristallen zu suchen. Und der meint den Tunnel hier vorne, oder was? Ich glaube schon, dass sie den meinen. Ich glaube schon.
Aber rot ist doch falsch. Wollen wir gar nicht durchsuchen. Rot ist Feuer. Da, grün. Grün ist doch Wind, oder nicht? Den grünen Kristall scheint eine sanfte Brise zu umwehen. Dies ist der Windkristall, nach dem du suchst. Sag er, wir müssen gar nicht die falschen erst anklicken. Wir können einfach direkt zum richtigen gehen. Weit ist eigentlich der hier? Kann ich mir gar nicht angucken, das Profil. Guck mal einer an. Schko, konntest du einen Windpust-Kugelkristall finden? Ja? Ja, konnte ich. Du hast ein Kristall, Sko. Danke viel. In der Zeit zwischen habe ich Werkdinger besorgt. Und ich war auch nicht untätig. Wir haben ein Gericht gezaubert, dass Kahel das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen wird. Komm, schauen wir, was er zu all dem sagt. Als ihr alle so plötzlich in meine Werkstatt gepoltert seid, dachte ich schon, die nächste Katastrophe sei über uns hereingebrochen. Aber stattdessen habt ihr mir köstliches Essen, neue Werkzeuge und einen kühlenden Kristall gebracht. Ach, jetzt geht es mir so viel besser. Mehr noch, ich fühle mich wohl wie ein Ronnig beim Sonnenbaden. Vielen Dank, dass ihr euch so sehr um mich gemüht habt. Und derart gestärkt will ich mich sofort wieder ans Werk machen. Eine handgeschmiedete, aufwendig verzierte Öllampe für Wolok Shunsa, den Palast unseres Königs, auf das sie dem Volk der Moblins Ehre bringt. Tschko, ein Glitzergoldmeisterwerk! Unser Topwerker sind unglaublich! Ich danke dir. Und um mich für mein langes Nichtstun entschuldigen, werde ich mich jetzt richtig ins Zeug legen und noch mehr dieser Lampen kreieren. Schließlich ist das mein Teil unseres Topfpaktes, nicht wahr? Und den will ich auch erfüllen. Das heißt, die Rufquests hier werden bei denen. Und das wird die Handwerksrufquest, glaube ich. Da wird auch Topfwerker. Verzeiht, dass wir eure illustre Runde stören. Lamachi, die Lage im Dorf hat sich wohl endlich beruhigt und die Prüfung kann beginnen. Das wollte ich dir ausrichten. Ach ja, schön zu hören. Und danke, dass du mir Bescheid gesagt hast, Brüderchen. Dies ist also die Arbeit eines Handwerkers der Moblins. Ein ausgezeichnetes Stück, das muss ich sagen. Danke, das höre ich gern. Die Inspiration für dieses Stück war die Natur von Kosamauka. Die Schönheit dieses Ortes ist wirklich einzigartig. Ich hätte mich die ganze Zeit gewundert, weshalb man hier arbeiten würde, statt einfach eine Werkstatt im gut angebundenen Toriolal zu eröffnen. Aber Inspiration ist natürlich ein nachvollziehbarer Grund und das Resultat ist wirklich so kreativ und individuell, dass man selbst in Schalayan lange nach einem Gegenstück suchen müsste. Ohne Inspiration kann keine Kunst entstehen, aber Toriolal ist nach wie vor der beste Ort, um die Grundlagen eines Handwerks zu lernen. Das stimmt schon. Ich stamme aus einer Familie von Hesaro, die den alten Traditionen folgen, daher kannte ich viele der faszinierenden Techniken der anderen Völker noch gar nicht und habe in der Stadt dann nicht schlecht gestaunt. Ich
Ich kann nicht sagen, dass ich den alten Traditionen der Hetzaro besonders zugetan bin. La 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 la. Natürlich habe ich auch von dem Essen probiert, das der Koch für Karl zubereitet hat. Es war absolut köstlich, kann ich dir sagen. Und er war so nett, mir eine extra Portion zu machen. Das hat unschöne Erinnerungen geweckt. Oh, vielen Dank euch beiden. Lieber Dank und großer Dank. Ich habe ein wichtiges Ding begriffen. Verstehen lernen. Nur dann kann man sich ordentlich um Topfwerker kümmern. Da bin ich ganz deiner Meinung, Rakorok. Ein Deckel für jeden Topf. Kona wartet geduldig darauf, dass die Prüfung des Topfes beginnen möge. Die Thronrichterin sagte, dass sich alle Kandidaten im Westen von ihr der Halde versammeln sollen, die an der Prüfung des Topfes teilnehmen wollen. Ich komme auch, sobald meine Gruppe wieder vereint ist. Ach ja, den Evaluier-Zwillingen habe ich ebenfalls schon Bescheid gesagt. Ihnen bin ich über den Weg gelaufen, als ich auf der Suche nach Lamati war. Kona hätte mir nicht extra Bescheid sagen müssen, immerhin sind wir Rivalen, aber sowas liegt ihm nicht. Er will immer nach den Regeln spielen, der Gute. Aber lassen wir Redi Rock nicht länger auf uns warten. Es sind noch nicht alle da. Oh, lieber Dank, dass ihr Rakorok zur Seite gestanden seid. Jetzt warten wir nur noch auf die anderen Kandidaten. Dann kann die Thronprüfung endlich beginnen. Wir dürfen von unserem Erfolg berichten. Ein Handwerker hat sich zum Bleiben entschieden. Wie lief es denn bei euch? Ah, sehr gut. Das freut mich zu hören. Prinz Sorajav, Schro, geht auf lange Reise in ferne Land und findet dort die besten Topfwerker für uns. Schro! Prinz Sorajav ist bergstark. Er hat alle Schwerfelsen weggeräumt. Schro, hoffentlich wird der nächste Dema-König. Ehrlich gesagt wundert es mich, dass Sorajav die Felsen aus dem Weg geräumt hat. Bislang hatte ich den Eindruck, dass er sich ausschließlich für die Prüfung interessiert. Schau an, die ganze Bande ist ja schon versammelt. Ach, der. Bestimmt hat er sich irgendwo verkrochen und seelenruhig abgewartet, während wir den Moblins geholfen haben. Gut, die Prüfung des Topfes möge hiermit beginnen. Wie ihr alle wisst, haben wir nach dem großen Sturm zahlreiche Topfwerker verloren, weil sie unsere Siedlung verlassen haben. Insbesondere sind die Goldschmiedewerker aus Erdehalde in Jenseitssee äußerst beliebt. Und gibt es nun keine Goldschmiedewerke mehr, gibt es auch keine Glitzergild für Tulliolal mehr. Deswegen sollt ihr sie nun finden. Ein Kunstkönner pro Kandidat. Mit besonderem Geschick im Goldschmieden, Gravieren und Ziselieren. Wir sollen also jemanden finden, der einen Topfpakt als Topfwerker eingeht. Und das ist die ganze Prüfung. Ihr mögt es eine Prüfung nennen, aber stellt ihr uns nicht einfach nur dazu an, eurem Handwerkerschwund für euch zu lösen? Ich wüsste zu gerne, was genau diese Farce mit der Tauglichkeit für die Dämmertron zu tun hat. Wenn es euch nicht gefällt, müsst ihr die Thronprüfung nicht machen. Dann sage ich dem Dämmerkönig einfach, dass der erste Prinz keine Lust hatte und den Thron nicht wollte. Dieser Ritus ist nur Spielerei. Suche keinen tieferen Sinn darin. Also dann, möge die Thronprüfung des Topfes beginnen. Aber denkt an eines, Fieszwang ist nicht erlaubt. Wir wollen fröhlich Lächeln auf den Gesichtern sehen, verstanden? Ja,
Handwerker dürfen wir vielleicht nicht zwingen, aber von den Handwerkern anderer Kandidaten hat sie nichts gesagt. Ganz recht, Großer. Wir bedienen uns einfach jemand anderem. Ja. Es ist wirklich keiner so klug wie du. Sag ich doch, komm, gehen wir uns einen Plan schmieden. Die zwei Fieschuppen hacken doch schon wieder irgendetwas aus. Höchstwahrscheinlich. Bleiben wir wachsam, aber konzentrieren wir uns vor allem auf die Prüfung. Ein wenig Erfahrung haben wir ja nur mit dem Guten. Buklamat, fällt dir spontan irgendjemand ein, der bereit wäre, für dich ein Moblin-Handwerker zu werden? Ich habe so einige Handwerker unter meinen Unterstützern, aber das sind alles ziemlich alte Leutchen. Ich glaube nicht, dass ich sie bitten möchte, ihr Leben in Tulli-Yolal jetzt noch aufzugeben, um komplett neue Pfade zu beschreiten. Kona hat da sicher mehr Glück. Er hat viele junge, talentierte und kluge Unterstützer. Ach, keine Sorge, ich vergleiche mich nicht schon wieder mit ihm. Das ist schlicht die Wahrheit. Vielleicht sollten wir einfach zum Markt von Washo Miki Miki und herumfragen. Eine bessere Idee habe ich zumindest gerade nicht. Aber sie ist gar nicht schlecht. Kehren wir nach Tulli-Yolal zurück und versuchen unser Glück. Zurück nach... Moment... Muss ich dafür nicht schon wieder auf ein Boot steigen? Nein, nein, nein! Auf gar keinen Fall mache ich das nochmal mit! Ja, Schluss mit den Aufgeplusterer, habe ich mir gesagt. Also, ich gebe es ja zu. Ich hasse Boote. Ich hasse sie ganz fürchterlich. Das fällt dir aber früh ein. Ich verstehe. Danke, dass du das mit uns geteilt hast. Aber sieh doch, jetzt können wir flussabwärts gleiten. Das wird eine ganz sachte Fahrt, nicht wie beim letzten Mal. Es wird kaum wackeln. Ehrlich? Das sagst du doch jetzt einfach nur... Ehrlich, ich bin mir ziemlich sicher, zu 80%. Ah, hier geht's nicht gut. Was sich dieser Bakulter Jarbol als nächstes ausdenkt, sicherlich mehr fiesen Blödsinn. Der Handwerker, um den wir uns gekümmert haben, hat konstante Rückversicherung gebraucht, um seine Werke zu kreieren. Also standen wir zu viert um ihn herum und haben konsequent angefeuert. Dutzende Male, hunderte Male. Und dann mussten wir auch noch dauernd Ehrenwill ermahnen, anständig mitzumachen. Mir tut Wuklamatz schrecklich leid mit ihrer Seekrankheit. Ich wünschte, ich hätte ein Heilmittel zur Hand, um ihr zumindest die Übelkeit zu nehmen. Material kann ich ihnen ja noch beschaffen, aber den Rest... Ich tauge wirklich nicht zum Topfwerkerhelfer. Ich habe wieder das blöde Wort. Der Iokatuma... Katumu war auch kein bisschen ruhig. Aber es war schon erträglicher, weil ich meine Seekrankheit nicht mehr verstecken brauchte. Trotzdem, kein Boot wäre mir immer noch lieber. Naja, aber genug davon. Unser Ziel, Robli, ist auf dem Markt von Washo Miki Miki. Auch wenn er selbst schlecht ein Topwerker werden kann, kennt er vielleicht jemanden, der sich das vorstellen könnte. Bam, badam, bam, 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 badam, bam, 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 bam. Da, 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 da. Man sieht, dass sie hübsch aussehen. Wenn es um ausgezeichnete Handwerker geht, ist der Markt von Washo Miki Miki die einzig richtige Adresse. Ehrenwill hat uns schon einmal hierher rumgeführt, aber viel Zeit, uns umzusehen, hatten wir leider nicht. Dafür bin ich jetzt umso gespannter. Bestimmt finden wir hier jemanden, der einen Vertrag mit den Moblins eingehen will. Komm, fragen wir diesen Robli. Puh, und mein Magen hat sich endlich beruhigt.
ihr seid wieder da. Auf dem Markt, meine ich. Hallo, Prinzessin Wuklamat. Hallo, Robby. Du, hör mal. Und so sieht die Prüfung des Topfes aus. Kennst du einen guten Goldschmied, der es sich vielleicht vorstellen könnte, nach Erdehalde zu ziehen? Verstehe, verstehe. Es ist eine große Ehre für uns, den Markt, dass ihr damit zu uns kommt, meine ich. Wenn ihr jemanden findet, darf er sofort gehen. Versprochen, ja, ja. Aber spontan fällt mir niemand ein. Jemand, der ein talentierter Goldschmied ist und nach Erdehalde wollen würde. Gab es da nicht jemanden, der in Echtheim gearbeitet hat? Ah, meinst du Fontaine? Stimmt, er meinte, er hätte in einem berühmten Juweliergeschäft gearbeitet. Und wenn er schon die Überfahrt nach Tural gemacht hat, scheint er sich ja auch nicht vor dem Reisen zu scheuen. Allerdings hat er hier auch gerade erst angefangen. Meint ihr, er würde wirklich mit nach Erdehalde kommen? Fragen können wir ihn alle mal. Immerhin würden die Moblins ihm das beste Arbeitsumfeld schaffen, das er sich nur wünschen kann. Der Vorschlag könnte durchaus attraktiv für ihn sein. Aber für heute hat er sein Tagebeck schon verbracht. Bestimmt sitzt er gerade im Spaljaftir und gönnt sich ein Glas zum Feierabend. Ja, ja. Ich will ihn nicht mit einer riesigen Traube von Leuten einschüchtern. Besser nur wir zwei gehen, damit er mit vertrauten Gesichtern spricht. Ruht ihr euch in der Zwischenzeit auch in den Kielkajüten aus? Also gut, suchen wir von Gentane im Spralaftier. Dieser Name ist schrecklich. Das X muss ja ausgesprochen werden, quasi. Es ist. Schlimme Namen, so schlimme Namen. Dieses Spiel hat schlimme Namen. Ja, nur schlimme Namen. Wie kann das nur sein? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Schlimme Namen, Mann, verdammt. Nochmal, Mann, wie kann das denn nur sein? Verdammt. Schlimme Namen. La 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 la. Hallo Potato, die Prinzessin meinte schon, dass ihr etwas mit mir zu besprechen habt. Ich habe gerade aufgegessen, das trifft sich also gut. Gehen wir nach draußen, da plaudert es sich besser. Hier haben wir uns auch schon letztes Mal unterhalten, als es dir so schlecht ging. Haha, stimmt. Ich wusste einfach nicht, wohin mit mir, aber dank eurer Worte habe ich mir ein Herz fassen können und neuen Mut geschöpft. Und die Leute des Marktes sind auch unheimlich nett zu mir. Es geht mir wirklich besser und ich habe auch gar keinen Grund zur Sorge mehr. Das freut mich zu hören. Also, worüber wolltet ihr mit mir sprechen? Also, es fühlt sich merkwürdig an, das zu sagen, nachdem du mir gerade erzählt hast, wie gut es dir geht, aber wir suchen jemanden, der Lust hat, ein Handwerker der Moblins zu werden. Ein Topfwerker. Ein Topfwerker? Ja, das Wort habe ich hier schon ein paar Mal aufgeschnappt. Es sind Handwerker, die einen Exklusivvertrag mit dem Volk der Moblins eingehen, nicht wahr? Aber weshalb sucht ihr nach so jemanden? Es ist ihre Prüfung für den Ritus der Thronfolge. Ich muss einen Handwerker für sie finden und so die Prüfung bestehen, damit ich Königin werden kann. Ah, verstehe. Aber das ist meine Sorge, nicht deine. Ich weiß schon, wie egoistisch das klingt. Wo wir dich doch gerade erst mal dazu ermutigt haben, auf dem Markt von Wacky Mackie zu arbeiten und es dir dort jetzt so gut gefällt. Bitte schaut nicht so bedrückt rein, Prinzessin. Wisst ihr, vor wenigen Tagen erst wurde mein Gesuch bewilligt und ich bin jetzt ganz offiziell ein Bürger von Toliolal. Und da ich mehr über meine neue Heimat lernen wollte, erkundige ich mich über den momentan stattfindenden Ritus der Thronfolge. Und natürlich darüber, wer die Kandidaten sind, die um den Dämmerthron kämpfen. Ich hatte es letztens schon erwähnt, aber mein Vater ist der Grund, weshalb ich unbedingt ein Goldschmied werden wollte, weil er mich so beeindruckt hat. Aber er fiel im Kampf gegen das Galeische Reich, damals in der Schlacht um den Ostend-Mischwald.
Den geliebten Vater so plötzlich zu verlieren zu müssen, ist ein Schmerz, den ich meinen schlimmsten Feind nicht wünschen würde. Ihr habt mich bestärkt, als ich nicht weiter wusste. Noch mehr als das beeindruckt mich allerdings eure Botschaft, der Kampf um den Frieden. Vor allem deswegen will ich, dass ihr den Thron gewinnt, Prinzessin Wuglamat. Und wenn ich euch auch nur auf die kleinste Weise dabei helfen kann, dann mache ich das liebend gern. Von Gentane, vielen lieben Dank. Ich kehre umgehend zum Markt zurück und werde Robli die Sache erklären. Nein, du tust das immerhin für mich. Lass mich zuerst mit ihm sprechen, bitte. Hast du kurz Zeit? Vielleicht erinnerst du dich. Ich bin Brogevo, der Besitzer des Skrabaljaftir. Und du wiederum bist der Abenteurer von Jesetzer See, der Prinzessin Wuglamat unterstützt, richtig? Man hört, dass du ordentlich zupacken kannst, egal um was es geht. Und ich hätte da eine Bitte an dich. Würdest du zu mir kommen, wenn du mit deinen Sachen fertig bist? Ha, ich danke dir. Dann warte ich im Skrabaljaftir auf dich. Ich kann das nicht aussprechen. Wenn du mit Brogevo im Skrabaljaftir sprichst, schaltest du die Rollenaufträge frei, widme dich auch ihren Geschichten, während du Wuglamat durch den Ritus der Thronfolger begleitest. Ich weiß nicht, ob wir die nachholen dann nach dem Ende der Story oder ob wir die jetzt schon mit ihm hermachen. Ich glaube eher nach der Story, ne? Weil dann kann ich die Story schon mal durchspielen, dann kann ich alle Charaktere auf Level 100 leveln, die ich brauche, alle rollen. Vielleicht machen wir die Krieger, das Krieger-Ding schon mal fertig, das kann sein, wenn wir Level 100 erreicht haben. Da, dann, 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 dann. Dann, dann, da, 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 da. Also das Verteidiger-Ding. Es tut mir leid, Robli, der hat vor den Kopf stoßen zu müssen, wo er sich doch so sehr bemüht hat, mich in Toliolal willkommen zu heißen. Ihr habt ihn also gefunden. Von Gentane, meine ich. Robli, danke nochmal für deinen Hinweis. Wir konnten von Gentane finden, aber ich fürchte, ich habe schlechte Nachrichten. Er will zu den Moblins gehen. Ja, ja. Das sieht man ihm doch sofort an der Nasenspitze an. Ich habe es doch schon gesagt, Prinzessin. Dem Mark von Wachomekimeki ist es eine Ehre, euch beim Ritus zu unterstützen, auch wenn es dadurch einer verloren geht. Ein exzellenter Goldschmied, meine ich. Danke, Robli. Aber wenn ihr das nächste Mal jemanden mit Talent trefft, schickt ihn zu mir, ja? Egal, was er kann. Hauptsache, er oder sie ist gut. Dann tut das mit von Gentane auch nicht mehr so weh. Du selbst siehst mir nämlich reichlich begabt aus. Ja, ja. Ah, jetzt kommen die Handwerksdinger. Versprochen. Meister Robli, ich weiß, es war ein sehr kurzes Vergnügen, aber danke für alles, wirklich. Ihr habt euch so sehr um mich bemüht und das weiß ich unheimlich zu schätzen. Schon gut, schon gut. Wenn der Vertrag ausgelaufen ist, kommst du wieder, ja? Zu uns, meine ich. Ich stelle dich sofort wieder an. Tja, dann will ich wohl meine 7 Sachen packen, damit ihr mich nach Irdehalde bringen könnt. Gebt mir ein klein wenig Zeit. Konntet ihr von Gentane finden? Nicht nur das, er hat ja gesagt. Gerade ist er am Packen. Das gibt uns eine kurze Verschnaufpause, bis er fertig ist. Ah, sehr schön. Dann genießt auch ihr etwas Ruhe und wir sehen uns später. Jetzt habe ich noch einen Grund, weshalb ich unbedingt Königin werden muss. Ich darf von Gentane nicht enttäuschen. Yay. La 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 la. Bei Robli kannst du nun die Lieferungen des Marktes von Wachomekimeki freispielen. Auch das Sammeln und Handwerken darf am Ritus der Thronfolge nicht fehlen. Machen wir auch alles nach der Hauptquest. Tut mir leid. Wir haben jetzt hier auch neue Nebenquests, oder? Ja, haben wir. Dann müssten wir eigentlich die jetzt zuerst machen. I'm sorry, wir müssen erst die Nebenquests machen. Und dann geht's weiter mit der Hauptquest. Da, 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 da. Da, 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 da. Sind ja noch 4 Stück. Die Rollenquest machen wir noch nicht. Lieferung nach Toliolal. Der Pedo-Pedo-Straßenhändler sieht aus, als ob er nicht weiter weiß.
Oh je, das ist problematisch. Ich bin hier, um bestgestellte Waren zu liefern, ja. Aber das ist nicht so einfach wie gedacht, weil die Wohngegend hier so verwinkelt ist, weißt du? Du siehst mir aber wie jemand aus, der viel unterwegs ist. Richtig, richtig. Vielleicht kannst du dich ja mit den Wegen hier aus. Könntest du mir einen Gefallen tun und die Häuser meiner Kunden suchen und ihr Bescheid sagen. Ach so, also Bescheid sagen, dass ich mit ihrer Lieferung, hier bin, meine ich. Hey, vielen Dank. Könntest du dich dann sofort im Glanzfederviertel umsehen und die zwei Häuser für mich finden? Die Häuser, in denen meine Kunden wohnen. Das erste Haus hat blaue und gelbe Wände und am Dachvorsprung hängen Federdekorationen. Es ist ein großes Anwesen auf einem Hügel. Dort wohnt ein Hanohano, ja. Also dieser Hanohano ist einer meiner Kunden, wollte ich damit sagen. Der andere Kunde ist ein verfressener Moblin, den du in einem Haus mit gelb-blauen Wänden und einem gelben Dach findest. Ja, auch richtig, davor stehen viele Krüge. Und es gibt einen großen Lagerschuppen, weil er so verfressen ist. Hatte ich das schon erwähnt? Oh mein Gott, wir müssen die Sachen wirklich finden. Oh mein Gott. OMG, 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 da müssen wir nachher nochmal lesen. Da-di-da-da. Das sind ja gar nicht vier, es sind ja nur drei, ne? Das sind nur drei Quests. Weil das ist ja das Rollen-Quest-Ding. Das machen wir erst später. Da-da-da-da-da-da. Trommelinspektion. Der Tambor-Major der Landsgarde wartet ungeduldig darauf, den Ton anzugeben. Na, hast du Interesse an dieser großen Trommel? Das ist nicht verwunderlich. Eine so beeindruckende Trommel findet man schließlich nirgendwo anders auf der Welt. Da sie unter freiem Himmel steht, muss sie gut gepflegt werden. Apropos, der Kerl ist ziemlich spät dran. Hör mal, kann ich dich vielleicht um einen Gefallen bitten? Ich habe einen Neuling in meinem Korb, der sich um die Instandhaltung der Trommel kümmern soll. Und der ist vorne runter zur Küste verschwunden. Kannst du mal nach dem Rechten sehen? Vielleicht gibt es ja ein Problem, aber ich kann nicht einfach losziehen und meine Aufsichtspflicht hier vernachlässigen. Du solltest ihn finden, wenn du hinter dem Trommelturm zur Küste runtergehst. Da-da-da-da-da-da-da. Gehen wir da erstmal hin. Oh mein Gott, der ist da oben. Nee, ist nicht ernsthaft. Ich sollte doch zur Küste gehen. Die Küste ist hier unten, nicht da oben. Und wo ist der jetzt hier? Ist da noch eins höher oder was? Ha, der Major hat dich hergeschickt. Ach du meine Güte, ist es schon so spät? Die Inspektion der großen Trommel und des Trommeltors habe ich bereits abgeschlossen. Trommelturms, aber mir sind meine Werkzeuge von oben heruntergefallen und ich suche sie immer noch. Ich suche immer noch danach. Entschuldige, aber könntest du mir bitte bei der Suche nach meinen Werkzeugen helfen? Sie müssen hier irgendwo liegen. Ich sehe eins. Dum, da, dum. Dum, 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 da, da, dum. Dum, da, da, dum, 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 da, da, dum. Ach, ist das schon alles, was ich... Nee, ich brauche zwei. Nee, warte. Das war alles, was ich brauche. Okay. Hast du meine Werkzeuge gefunden? Ja, habe ich hier. Ach, zum Glück hast du sie gefunden. Vielen Dank. Ich hätte sonst richtig Ärger bekommen. Das kannst du glauben. Lass uns gleich zum Major zurückkehren. Ich bin schon ziemlich spät dran und muss mich beeilen. Da-d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 a
Der Neue aus meinem Chor hat sich gerade bei mir gemeldet und mir alles erklärt. Du hast dir Werkzeuge gefunden, die er verloren hat. Es sieht so aus, als hätten wir dir ziemliche Umstände bereitet. Das tut mir leid. Die große Trommel dient dazu, die Uhrzeit zu verkünden, die Rückkehr der Landsgarde von Expeditionen zu signalisieren und manchmal auch um Alarm zu schlagen. Sie ist ein unverzichtbarer Teil des Lebens in Toliolal. Deshalb kümmern wir uns das ganze Jahr über darum. Und natürlich ist die Hauptaufgabe des Spielmannszugs das Spielen. Weil sie so groß ist, ist Muskelkraft gefragt, um sie richtig ertönen zu lassen. Deshalb steht spezielles Training auf dem Programm. Ich muss die neuen Rekruten ordentlich drillen. Hier, es ist nicht viel, aber bitte akzeptiere es als kleines Dankeschön. Schon mal, ich hab bald ein Level up. Dom, bom, bom, ba, dam, bam, bam, ba, dam, ba, dam. Da sind Krüge vom Haus, aber es ist, glaube ich, nicht, oder? Ich habe sehnsüchtig auf den Händler gewartet, wie die Erde auf den Regen. Ich habe sofort frisch geschnittenen Schilf aus Okano bestellt, als ich gehört habe, dass das endlich geerntet werden konnte. Schau dir dieses Haus an. Ich habe das Leben aus meiner fernen Heimat mit hierher gebracht, nach Toliolal. Mein Zuhause ist erfüllt von Duft des Schilfrohrs, von dem wir Hanu Hanu einfach nicht genug bekommen können. Es gibt hier einige Ecken, die ich gerne reparieren möchte, also werde ich meine Bestellung gleich abholen. Flink wie der Fuchs, der durch den Wald huscht. Das war aber nicht sehr flink. Das andere einfach wirklich da hinten, weil das sind auch Töpfe davor. Das ist so einfach, dass die beiden nebeneinander sind. Nee. Der ist es wohl nicht. Ja, ich habe gerade eben noch ein anderes Haus mit Töpfen davor gesehen. Den gleichen Dingern. Was macht der denn? Oh, wie süß! Oh, wie süß! Oh mein Gott, mein Herz. Ich werde zuckerkrank. Hier kann es ja nicht sein, da sind ja keine Töpfe davor. Dann ist es das Haus, was ich hier unten irgendwo gesehen hatte, ne? Wobei hier sagt er mir, es ist höher. Aber reden wir mit dem Marmeljar-Mädchen. Der Marder übernimmt Dächermeer. Das Marmeljar-Mädchen scheint nach einem vertrauenswürdigen Erwachsenen zu suchen. Du, kannst du mir bitte helfen? Ein Maler hat mir ein Bild von der Stadt geschenkt. Das ist so toll, dass ich es gleich meiner Mama gezeigt habe. Und meiner Mama hat es auch richtig gut gefallen. Dann hat Mama gesagt, dass ich dem Maler zum Dank Früchte bringen soll. Aber er war nicht mehr da, wo ich ihn getroffen hatte. Kannst du ihn vielleicht mit mir zusammen suchen gehen? Vielen Dank. Er meinte, dass er noch ein Bild malen möchte. Genau da, wo er dieses Bild gemalt hat. Bestimmt ist er jetzt da. Wenn du Zeit hast, gehen wir am besten gleich nach ihm suchen. Ja, das Spiel wird mir jetzt nicht sagen, wo ich hin muss, aber ich nehme an, es ist hier einfach hier oben. Mit dem Blick auf den Hafen unten. Ach, hier waren Töpfe da vorne. Na, auch Töpfe. Ja, verfressener Moblin, da ist er. Oh, das Gift mir jetzt endlich angekommen. Ich werde flink geflitzt ganz viel leckeres Moblinbrot backen und mampfen. Co. Giftmehl ist fast so wie normales Mehl, aber mit Pilzschimmel drin. Die Moblins in Erdehalde backen damit Brotsachen und Keksachen. Alle Moblins lieben den Schimmelgeschmack. Aber hier kann man Giftmehl nirgends kaufen. Tschö. Darum gibt mir der Pilo Pilo eine Helfenhand und besorgt einen riesen Berg von der Backsache. Danke viel für den Wörtertausch. Jetzt muss ich aber los. Bam 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 bam. Da 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 da. Wir müssen nach da vorne, auf die Spitze hier. Da müssen wir hin, glaube ich zumindest. Das sieht man sehr nach dem Ort aus, sehr nach dem Ort. Hier vorne lang. Ja, sage ich doch. Ah,
Was kann ich für dich tun? Oh, das Mädchen von vorhin ist auch da. Endlich habe ich dich gefunden. Ich möchte dir Früchte geben als Dankeschön für dein Bild. Und da hast du einen Reisenden angesprochen, damit er dir hilft, mich zu finden. Ha, das war doch nicht nötig gewesen. Das Bild habe ich nur zum Üben gezeichnet. Du hättest dich wirklich nicht bedanken müssen. Du hast dich also um dieses Kind gekümmert und nach mir gesucht, ja? Danke, dass du dir die Mühe gemacht hast. Ich liebe diese Stadt. Wir Shetona werden sehr alt und haben viel Zeit, Dinge zu beobachten. Ich habe lange zugesehen, wie diese Stadt entstanden ist. Um ehrlich zu sein, hätte ich nicht erwartet, dass sie sich zu dem entwickelt, was sie heute ist. Verschiedene Völker versammeln sich friedlich und verbringen hier ihre emsigen Leben miteinander. Das möchte ich in einer Szene vollständig festhalten. Sowas denkst du also, wenn du ein Bild malst? Ich glaube, jetzt gefällt mir dein Bild noch viel, viel mehr. Haha, wenn du es wertschätzt, macht mich das auch glücklich. Mit meinem neuesten Bild bin ich gerade fertig geworden, also werde ich mich auf die Suche nach neuen Ansichten Toliolals machen. Sprich mich ruhig an, wenn ich dir wieder über den Weg laufen sollte. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, wie schön unsere Stadt ist. Ich glaube, ich habe heute etwas gelernt. Vielen Dank für die Hilfe bei der Suche nach dem Maler. Kann ich das Bild jetzt wieder haben? Du kriegst dafür das hier von mir. Geld. Vermutlich. Oder was war die Belohnung nochmal? Ah, und auch Krabbenhaut. Das ist süß. Süß. Weil Geld wäre eine komische Belohnung gewesen jetzt. Dann, 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 dann. Das Coole ist, dass man hier einfach runterhüpfen kann. Das ist so cool. Einfach, wee, let's go. Dann, 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 da, 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 da. Vielen Dank, dass du mit ihnen gesprochen hast, mit den Kunden meine ich, die bei mir bestellt haben. Dank dir konnte ich alle Waren erfolgreich übergeben, ja, ja. In dieser Küstenkolonie findet man Waren aus dem ganzen Kontinent und eigentlich kann man alles bekommen, wenn es um Alltagsgegenstände geht. Doch hier in der Stadt wohnen viele unterschiedliche Völker zusammen, ja, ja. Manchmal halten wir Bestellungen für Dinge, die unsere Kunden sonst nur in ihrer Heimat bekommen können. Wir Händler kümmern uns um die Beschaffung der Waren, wenn wir in der Gegend sind. Das kostet dann natürlich ein bisschen mehr, weil wir alles bis nach Toliolal liefern. Deshalb bist du eigentlich aus Eorzea? Ich kann auch zwar nicht direkt vor Ort einkaufen, aber Handelsbeziehungen nach Eorzea aufzubauen ist sicherlich eine gute Idee. Ja, ja, ich sehe ihn schon wachsen, meinen zukünftigen Kundenstamm. So. Und im nächsten Part geht's dann weiter mit der Hauptgeschichte, nicht wahr? Eine Fragezeichen-Fragezeichen-Fragezeichen-Quest. Eine Quest, dessen Namen mir schon was spoilern würde, scheinbar. Naja, geht ja nicht. Aber wenn ich wenig anspreche, kriege ich den Namen, ja. La 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 la. So, meine lieben Freunde, im nächsten Part geht's dann weiter. Wir sehen uns wieder. Bis dann, haltet die Ohren steif und immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.